Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben Donnerstag, ich muss gerade mein Tor anrufen, Augenblick. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Vodafone Mailbox von Jasmin Sule. Habe ich mich da das erste Mal angerufen habe, habe ich gedacht, Alter, was habt ihr mir hier für eine Nummer gegeben? Ich rufe dabei bei wildfremden Mädels an. Aber ich wusste ja nicht, dass die bei uns im Tor wohnt. Dann rufe ich an, dann geht hier das Tor auf. Ich hoffe, man kann das erkennen. Oh, heute Morgen, wie gesagt, 3.30 Uhr, fahre ich nach Kietrich hoch, hole einen Brecher von uns und der kommt hierher auf den Hof. Und später fahre ich dann für die Lieber einen R936. Der muss auf die. Muss gleich niesen. Der muss auf die Autobahnbaustelle. Hier bei Kaiserslautern. R936 kompakt geladen. Er geht auf die A6 bei Kaiserslautern, auf die Autobahnbaustelle. Weiß ich nicht, ob ich hier rein darf oder nicht.
hier drin ist wenigstens Platz. Was noch sehr gut ist, ist mal wieder eine gute Baustelle. Nebendran direkt ein Kaufland mit Fressständen ohne Ende. Extra eine Zufahrt asphaltiert bekommen. Ne? So, hier ist ein Loch, warum er das nicht zumacht. Ah, hier ist ein Kanaldeckel, okay. An meiner Ladestelle. Was haben wir? 8:37 Uhr. Ich habe übrigens gerade die 180.000 Kilometer voll gemacht.
weltweit keinen Preis kriegen. Hier steht mein Bagger. Den schmeiße ich jetzt schnell drauf.
kein Kreisel, was das ist. Da komme ich nicht rum. Ich denke, das wird nicht reichen. Später mit dem Bagger hinten drauf, wie das was werden soll. Was ist, was mit meiner Bremse los ist? Ich rolle und irgendwann machen die einfach raus, wenn ein Blut mit der Bagger drauf ist. Nie und nimmer.
auch gerade in Simbach. Hier steht unsere Maschinenarmada auf unserem Lagerplatz. Hab den 936 noch abgeladen. Und jetzt fahre ich nach Hause. Ins Wochenende. Pfingstwochenende haben wir es. Ihr werdet das circa in der Woche oder nicht, ich glaube am Mittwoch. Mittwoch werdet ihr das sehen. Nach dem Pfingstwochenende.